Hi zusammen, wir sind hier bei Sony auf der IFA und ich habe hier das Sony Xperia E3, das Einstiegsmodell aus der neuen 3er-Serie. Wie man schon sieht, ist deutlich kleiner als das Xperia Z3, denn wir haben hier nur ein 4,5 Zoll Display mit 854 x 480 Pixeln. Dazu ein Snapdragon Quad-Core Prozessor mit 1,2 GHz, 1 GB Arbeitsspeicher und 4 GB internen Speicher. Wenn wir uns das Gerät einmal rundum anschauen, wir sehen schon, das Display ist wirklich schön hell, also trotz der hellen Beleuchtung hier kann man es wunderbar lesen. Wir haben einen super Blickwinkel von allen Richtungen, also auch schön farbecht und alles, also sieht schon sehr, sehr gut aus, trotz der geringen Auflösung. Dann haben wir hier oben einmal die Notification LED, die Frontcam mit 2 Megapixeln und hier die üblichen Sensoren. Hier oben einmal die Hörmuschel, hier unten das Mikrofon zum Telefonieren. Auf der rechten Seite den Powerbutton von Sony, wie man ihn kennt. Die Lautstärke wird man dazu. Und hier unten letztlich nur noch die Öse für die Trageschlaufe. Auf der Oberseite haben wir hier noch den Headset-Anschluss für Kopfhörer, Mikrofon und so weiter. Einen Micro-USB-Anschluss haben wir auf der linken Seite. SD-Karten-Slot für Micro-SD-Karten und SIM-Karte sind hier unter dem Backcover. Das kann man komplett abnehmen. Dann haben wir hier noch die 5-Megapixel-Kamera, LED-Blitz, noch ein Mikrofon für die Videoaufnahmen dazu, einmal NFC natürlich noch mit drin und hier unten noch den Lautsprecher. Wir sehen auf der Unterseite sonst auch nichts weiter. Ja, soviel erstmal zum Sony Xperia E3 und dann bis zum nächsten Mal.